Und damit herzlich willkommen zum letzten Kampf der sechsten Spielwoche mit, ihr habt ihn schon gehört, den verrückten Hutmacher. Hallo. Und ihr seht hier die beiden Glücksspieler. Das fällt mir jetzt erst auf, dass ihr denselben, ich sag mal, Skin benutzt. Sprite. Ich glaub, ja, Sprite, Sprite quasi. Fuck. Yep. Ja, wir sind das hier. Das ist der einzige Sprite mit einem coolen Hut. Stimmt, ist echt. Wir sind hier im letzten Kampf der sechsten Spielwoche. Ihr habt wahrscheinlich meinen Kampf gegen Adi gesehen. Ich habe richtig reingesackt, aber ist ja nicht anders zu erwarten. Der gute Hutmacher kämpft gegen Manik und wir sind mal gespannt. Wir sehen hier schon die Armaden von den Teams, ja. Und der gute, der verrückte Hutmacher, der sagt uns jetzt mal, was er hier so am Start hat. Okay, Freunde, da ist ein kurzer Schnitt nochmal. Der gute, der verrückte Hutmacher erzählt uns jetzt mal seine Pokémon, die er hier am Start hat. Also, zum zweiten. Quatschutsu, extra Feld, funktioniert hoffentlich wieder. Es funktioniert einfach ziemlich gut. Dann, Terrakium, Joyce Garft hat in der letzten Runde einen ziemlich guten Job gemacht. Ich hoffe, dass es hier wieder einen guten Job macht. Das Biest schlechthin, Pachirisu. Diesmal mit einer Figibäre. Und einem Set, das schon mal ziemlich böse war. Ich erinnere an Gangshot, Toxine und Paras, die fünfmal hintereinander getroffen haben. Also typisches Utility-Pachirisu, ja. Abgestimmt auf das Ein Gegenteam. Nerviges Pachirisu, genau. Das Wummers zerstört. Arcani. physisch offensiv mit einer Brunusbeere. Weil man weiß ja nie, Stall und so. Und ich mag keinen Stall und deswegen habe ich da eine Brunusbeere. Dann ein diesmal physisch defensives Knackrack mit Rocky Helmet, Ruskin und den Tarnsteinen. Und dann mein Versuch sozusagen, das was ich diese Runde ausprobieren möchte, mein Bumblebee mit Quiver Dance, Focus Gurt und Ribbon Bee, aber passt schon. Bumblebee ist das im Deutschen. Nein. Rebomb. Bumblebee ist Englisch von Transformers. Ach, Bumblebee, ja. Ein Auto. Das hört sich gleich an. Ich habe jetzt Bumblebee verstanden, deswegen. Ah, ich seh schon, was die deutschen Übersetzer hier gemacht haben. Ja, ja. Alles klar. Ja, Bumblebee mit Y und. Genau, okay. Rüber Dance und halt Angriffsattacken. Ganz klar. Genau. Ja, der Manik hat mal wieder sein Metagross dabei, ne? Versucht hier den Todbringer ins Leben zu holen. The fuck. Wahrscheinlich mit Patronib und allen nervigen Gedöns. Kann potenziell auch, glaube ich. Nee, kann keinen Zustand haben. Quatsch. Dann Togekiss. Kann ja auch unterschiedlichste sein. Kann ja Wishpass sein oder sonst was. Ich habe Angst vor einem Paragraph. Das nervigste Set kann sein, also das Cancer Togekiss oder was weiß ich. Demetrius T. Scarf, Focus Gurt, Assault Vest, alles möglich, ja, wir kennen's. Sein First Pick und ziemlich krasses Mon. Utility as fuck. Vulcanion, defensives Fuck und macht Schaden, also kann man auch immer spielen. Dann Serena. Hat vor allem auch ein geiles Typing. Hat auch ein geiles Typing, ja, Wasserfeuer ist schon nice. Dann Serena, also Fruyal, ist quasi in Kampf-Pokémon in Spee und Pflanze natürlich primär. Tut auch ziemlich viel Schaden machen, also er hat hier ein bisschen sehr auf offensive Mons gesetzt, denke ich jetzt mal. Und Mega Turtok, ganz klar, weil Turbodreher und die diese Aura-Fähigkeit da, wo dann Wellenattacken verstärkt, ist schon krass. Ja, bla bla, das sind alles Mons, die wir eigentlich schon kennen, ja. Also wir sind in der sechsten Spielwoche, ich glaube, ihr habt schon ein bisschen Ahnung jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf Play in 3, 2, 1, go! So, ich fange mit meinem Fräulein Rottenmeier an. Wo ich mich immer noch frage, was ist das für ein Name? Aber okay. Fräulein Rottenmeier ist die Haushälterin vom Herrn Sesen bei Heidi. Ah, die Olle. Okay. Ja, die Olle, Tante. Ja, da kommt deswegen die. So. Auf meinen Großvater. Großvater. Ja, du brichst manchmal ab, aber du hast hier das Thema Heidi, ich sehe schon. Heidi ist hier auch der Kern- und Knackpunkt, kann man quasi sagen. Ja, und ich hoffe, dass das funktioniert. Bumblebee, interessantes Mon. Käferfee ist, glaube ich, auch das einzige Käferfee-Pokémon, oder?
mit seiner Vorentwicklung halt. Von seiner. Ja. Und es ist ziemlich nice. Hier kommt der Quiverdance. Ja, bringt mir nur gegen Togekiss nichts, weil das, das ist Griffe, die ich habe. Das und macht halt leider immer noch mehr Schaden auf dich als du auf ihn. Da kommt die Großmutter. Ja, da musste ich irgendwie hier die Großmutter aus Rotkäppchen denken, aber weiß auch nicht warum. Hm. Es ist halt mein Parafinscher Abfänger. Hm. Will er einsetzen, kriege ich P zurück. Ich kann ihn halt nasseln. Ja, und ganz schön. Und hier wusste ich, dass er raus. Also, Togekiss macht nichts gegen ein Pachirisu. Genau, so wenig macht Pachirisu auch gegen Landorus. Und hier kriege ich wieder eine Pflanzenattacke. Die trifft zwar nur neutral effektiv, aber macht trotzdem guten Schaden. Ist aber eigentlich Bullshit, weil wenn er Steinkarte gehabt hätte, dann wärst du tot gewesen. Oder hast du selbst. Ich hab einen Fokusgurt. Ja, aber trotzdem, selbst ein zweiter Energieball hätte nicht ausgereicht. Also war doch, irgendwie... ein zweiter hätte ausgereicht. Das war ein Two-Hit, meine ich. Ich meine, das war ein Two-Hit. Ein bisschen was. Achso. Muss es ja auch. Ne? Das hat ein Base von 95, also wie Arcane. Oh ja, das ist gut. Nicht schlecht. Und ich war halt mäßig, weil 136 ausgereicht haben und alles aus dem Scarf und nach dem... Also Game of Thrones ist natürlich klar, woher das kommt und auch jedes andere, wo ich vergessen habe, wie es heißt, aber was sind mediale Kugeln und Alchemist, Junge, was ist das? Das ist ein Lieder von irgendeinem Rapper, den er gerade hört. Ach, er nimmt immer Lieder genau. Dran, der Pissal. Hi, Kids! Ja, das sind alles Lieder. Ja. Bis auf Hi Kids. Das sind 30% bei den Vulcanien. Das ist schon krass, und aber ich weiß nicht, ob er die Assault West hier spielt, das glaube ich aber eher nicht, weil das sieht nicht nach Assault West aus. Ich weiß es gerade gar die nicht. Assault West spielt er gerne auf Metagross oder Serena. Ah, hier kommt Steam Eruption, easy. Er hat ja Leftovers. Ja. Der war mein, oder? Ja, hat er. Ja, passt. Ja. Hier musste ich dann leider die Großmutter opfern. Och, das hat so traurig. Bastard hat eine alte Frau getötet. Ja, dieses komische Fuchs-Scheißviech. Also der Kopf sieht aus wie von einem Fuchs und der Rest sieht einfach aus wie so eine Maschine. Ja. Passt irgendwie nicht. Ich hab hier gedacht, dass der rausgeht, weil er den Erdbeben predicted und der hätte halt ausgereicht auf der Range. Ich glaube, der hat physisch defensiv, ja. Tatsächlich. Ja, hat er auch. Und deswegen hätte es nicht ausgereicht. Aber ich hab hier meine Top bekommen und er hat halt, abgesehen von Serena und Turtok, nichts, was das wegkriegt. Und damit hat er die zweite Frau getötet. Da kommt Herr Sesemann. Sehr unfairer Mensch. Das reicht dann wieder. Das ist der Beweis, dass es keine Soul West drauf ist, weil das hätte nicht gereicht. Safe nicht. Mhm. Expertengurt. Ja, nur wenn es effektiv ist. Und ja, stimmt. Ja, das ist der Experten. Und halt auch wieder mäßig voll. Genau. Und ich hatte hier Angst vor einem Scarfer. Deswegen bin ich raus, weil ich immer noch nicht wusste, ob wer Scarf ist und ob er überhaupt einen dabei hat. Ich glaube, in dem Kampf war tatsächlich Demeteros Scarf. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Es war Demeteros, war Scarf, ja. Ja, genau. Das hat man aber, sieht man aber erst gegen Ende, als er was outspeedet. Ich glaube hier, weil du bist ja auch Scarf, ne? Ich bin hier Scarf. Aber das tut nichts zur Sache, weil ich bin so invested, dass ich sowieso grundsätzlich alles outspeede bei ihm. Ja, stimmt. Und hier kommt der Rock Slide, ein Crit. Warum? Ach, er hat nicht reingewechselt, ne? Oh lol. Ja. Da kommt der zweite und der trifft auch nochmal und das dann ein Landorus. So, hier kommt dann Metacross, Bullet Punch, das tut ordentlich weh. Oh, du bist ein bisschen zurück. Also bei mir hat er schon Rockslide gemacht, jetzt macht er dich mit Bullet Punch platt. Ja. Dann, keine Ahnung. Peter fängt es. Damit hat er jetzt drei Frauen davon und zwei Kinder getötet. Alles klar. Es sind Großvater Imbar noch da? Ja, Flair und Blitz, ja, zack. Der, sauber. Und das geht halt jetzt ein bisschen durch. Ja, man sollte jetzt meinen, dass es schlecht auf sie, weil es steht 2-3, aber du gehst jetzt einfach hier auf Flair Blitz nochmal safe, warum nicht? Schaden ist Schaden. Ja, Serena ist down, ich weiß nicht, was die Shitani dabei gedacht hat, ganz ehrlich. Er hat mir das hinterher erzählt, er hat irgendwie, ich will es sowieso für einen Stromstoß geben, aber er hat ja, mir ist ja free reingekommen und nicht geswitcht so. Ja.
Deswegen war das ziemlich blöd, aber andernfalls hätte ich diesen Wildcard, also den letzten als gegen Togekiss, nicht mehr rausbekommen. Hätte dann aber mit Batuzum noch Ice Target Das Geile ist jetzt. Nee, Togekiss ist nicht schneller, stimmt. Wäre Togekiss schneller gewesen und der Dazzling Gleam hätte getroffen, der hätte nur ein. Der hätte. Also vorher hat er nur 20% gemacht. Also mit einer schlechten Roll hätte er dich nicht mal töten können damit. Aber du warst eh schneller, also never mind. Und ja, yeah. Bayuzu hätte auf jeden Fall den Rest noch geräumt. Also, das war ein schönes GG an dich an dieser Stelle. Und ja. War lustig. Mehr ist da jetzt eigentlich zu sagen, also. Relativ wenig Hacks, es war ein Crit dabei. Ja, es war. Der wahrscheinlich auch gemattert hat. Ja, der Crit war von, als du einen Angriffsdrop hattest, also war er mehr oder weniger Gegenargument, aber es ist halt auch ein Hex quasi. Ansonsten war das ein sehr fairer Kampf auf jeden Fall, also hier hat sich keiner was gegeben. Ja, sehr schön. Und wenn euch der Kampf gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da und nächste Woche geht's dann weiter, die siebte Spielwoche. Die sechste ist jetzt hiermit vorbei und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr werdet noch Spaß haben. Schaut beim Verrückten mal auf Twitter vorbei, der macht komische Sachen und ja, haut rein, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Wiederschauen.